So, hallo ihr Lieben. Sehr, sehr geil. Wir sind endlich in der Fabrik drin. Jetzt kommen wir nur an diesen Robotern nicht vorbei. Ich habe gerade überlegt, ob wir irgendwo, wo wir halt dieses Handbuch finden. Weil ich halt echt dachte, ja, dass das hiermit eigentlich einhergeht, aber hier steht nichts drin. Wenn wir da nochmal anrufen, kommt die gleiche Ansage wie vorher. Warning, SR-01 Robots in Patrol Mode. Okay, wir müssen das auf grün kriegen. Das ist die Frage, ne? Müssen wir das einfach ausprobieren oder müssen wir tatsächlich erstmal irgendwo das Handbuch finden? Danger, Danger, SR-01 Robots in Attack Mode. Das Problem ist, es gibt hier so viele Möglichkeiten. Boah, das Geräusch ist auch nur ganz leicht nervig. Vor allem kriege ich gerade wahllos irgendwo hin. Merkt mir gar nicht, wo ich schon die Dinger reingesteckt habe und wo nicht. Alter. That jumper board is for an SR-01 robot security system. I'll need to find a manual to reprogram the robots without killing us all. Danger! Danger! SR-01 robots Scheiße, in attack mode. Gerade? Oh, ich muss hier weg, ey. Oh, Gott sei Dank, ist es hier ruhig. Okay, Handbuch. Ach so, warte mal. Wir haben doch in der Menschen. Hallo. Hi, Doug. What are you digging? All right, Dolores. I'm just digging stuff in the entryway. Mostly holes. But then I buries them again, all neat and tidy. Okay, Doug. You're doing a good job. Ta, Dolores. Servus. Können wir denn irgendwas geben, damit wir die Schaufel kriegen? Diggin! 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 Wir können ja gar nicht anklicken. Okay, ich glaube, dann ist eher... Diggin in the entryway! Ich glaube, dann ist eher nicht die Lösung. Also, dass wir von ihm irgendwie die Schaufel bekommen. Benutzer. I see there is a manual on the SR-01 security system. It's in section 2.1. Aha. Ich habe gerade überlegt, wo gibt's Bücher? Bei der Hexe und hier gibt's Bücher. Aber bei der Hexe ist es natürlich sehr unwahrscheinlich. So. 2.1 ist weiter links. Da. Lass dir Zeit, Dolores. Lass dir Zeit. So, building a ship, computing tomorrow, electronic tricks, how to program a droid, lamp, madman oder genius, da. Programmierung der SR-01, Chuck Edmund. Der SR-01 Sicherheitsroboter ist der aggressivste und sicherste Roboter für Wachdienste. Er kann dank der Pilotron-Röhre von einfachen Räumen bis hin zu kompletten Fabrikgebäuden eingesetzt werden. Fortgeschrittene Radarscans in vier Richtungen geben ihm komplette Übersicht über die Umgebung. Der SR-01 wurde reprogrammiert, um die drei Gesetze der Robotik zu ignorieren und ist daher extrem gefährlich. Es ist angeraten, einen kompletten Kurs zum SR-01 zu besuchen, bevor Wartungen durchgeführt werden. Die leicht zu erreichende Fernschalttafel kann genutzt werden, um den Wachmodus einzustellen.
Die Modi reichen von passiver Überwachung über Abschreckung bis zu Suchen und Töten. Alle 2 bis 3 Wochen sollten die Roboter in den Wartungsmodus versetzt werden, indem der rote Jumper... Okay, warte. Den Zettel brauche ich hier nicht mehr, aber da ist noch ein bisschen Platz drauf. Also rot gleich E34. Der grüne auf grün D12. Und der blaue auf E45. Das darf nur durch einen qualifizierten Techniker erfolgen. Durch das Lesen dieses Handbuchs verzichten Sie auf jeden Rechts- und Schadensersatzanspruch. Now I can reprogram those guard robots. Yeah. So, können wir dann bitte in die Fabrik rein? Ich schwöre, wenn da jetzt nochmal eine Tür kommt, wo wir jetzt nochmal einen Schlüssel brauchen oder ich weiß es nicht, oder nochmal einen Zahlencode, Schlosstor oder ich weiß nicht, dann raste ich aus, ey. Ich will jetzt endlich da rein. Und will wissen, was da drin passiert ist, was da abgeht, was wir da finden. So, schön auf den Boden gucken, ne? Ob wir vielleicht durch die ganzen... Ne, hier ist nix. Ein Staubkorn finden. Ah, dieses liebliche Geräusch, wunderbar. Danger! Danger! SR-01 Robots in Attack Mode. B ist hier und dann, was habe ich gesagt, 3, 4. Dann haben wir grün D12. Und blau ist E. Hier. Was? SR-01 Robots in Maintenance Mode. It is now safe to enter factory. That should disable the robots. It looks all clear now. Ach krass. Okay, ich dachte, ich hätte mir das falsch aufgeschrieben, aber man kann die ineinander stecken. Why would Uncle Chuck need to make a human-looking robot AI? Vielleicht war er einsam. Für einsame Nächte. Wer will kein Schoppe zu Hause haben? Oh. What was Uncle Chuck doing before he died? Why are all these computers on? Das wundert mich auch, dass hier überhaupt noch alles an ist. Uncle Chuck was up to something. These computers shouldn't be powered on. Was? Virus? Virus? Installiere Virus? Wieso das? Ach, guck mal, sind das die Disketten, die wir, wo wir auch eine von gefunden haben? Da war doch auch ein... Warte mal, was stand denn da nochmal drauf? Stand da nicht irgendwas mit Virus? Okay, Hackerboot. Warte mal, die brauchen wir bestimmt gleich, oder? Die hätte ich ihr, wollte ich auch eigentlich gemacht haben. Ich wollte ihr die Diskette eigentlich geben. Egal, wir gehen erstmal weiter. Staubkorn. 9 Stück brauchen wir noch. Boah, jetzt läuft aber. Und wehe, ich finde hier keine Schaufel. Ich möchte unbedingt, bevor wir das Spiel beenden, den Erdhaufen ausgraben. Nein. Was habe ich gerade noch gesagt? Okay, wir sind durch die erste Tür. Ja, eigentlich zählt das nicht. Durch die erste Tür sind wir jetzt durchgegangen ohne Probleme. Da brauchten wir gar nichts für die Tür hier weit auf. Es ist die zweite Tür, die wieder geschlossen ist. It's locked with a foolproof electronic locking mechanism. Was heißt denn elektronisch? Brauchen wir eine Keycard oder was? Oder ist das ein Zahnschloss oder wie? Schlürf, 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 schluck, schluck. Ach ja, die kleinen Dinge des Lebens, ne? Die bereiten einen doch Freude. That picture looks familiar. Kind of like Thimbleweed Park without any buildings. Okay, ist das irgendein Hinweis? Thimbleweed Park ohne Gebäude? That picture looks familiar.
Kind of like Thimbleweed Park without any buildings. Okay, merken wir uns mal. Was haben wir hier? It's locked. Abgeschlossen, okay. Schlüssel also. Oh, alles klar. Ja gut, Ausgang sagt der Name schon. Ich weiß nicht, warum ich jetzt überrascht war. Oh, Leute. Ach, warte mal, wir haben doch den Büroschlüssel, ne? Den haben wir auch noch nicht benutzt. Ha! Staubkorn. Wieso war da gerade so ein Face? Please insert Terminal Boot Disk. Ich wusste es doch, ey. Ich sollte besser die Diskette binden, bevor ich hier was tue. Na, okay. I don't think this glass has been washed. Hier habe ich auch direkt eine Idee. Oh, Fingerabdrücke. Fingerabdrücke. Und ich dachte die ganze Zeit, das ist doch hier Chucks Büro, ne? I think I've seen this painting somewhere before. Okay, warte. This painting is firmly nailed to the wall. This painting is firmly nailed to the wall. Hier ist auf jeden Fall eine Tür. Hier so eine Falltür oder irgendwie sowas. Das sieht man. That looks like Uncle Chuck's journal. Tagebuch Teil 2. Eintrag 3668. Es ist wahr. Alles ergibt jetzt einen Sinn. Wo ist die Mutter von Dolores? Interessant. Eintrag 5129. Habe noch mehr Zeit im Labor mit der KI und dem Text-Adventure verbracht. Dadurch wurden eine Reihe von Mysterien entschlüsselt. Alle meine Annahmen über sie und die Welt sind absolut korrekt. Eintrag 5200. Noch mehr Forschung, noch tiefer hinunter in den Hasenbau. Seltsame Dinge, die ich vorher nicht betrachtete, sind plausibel. Thimbleweed Park hat 80 Einwohner, aber 3000 Leute im Telefonbuch. Das machte alles keinen Sinn, bis ich das Unmögliche akzeptierte. Eintrag 5201. Oh mein Gott, das ist erschreckend. Eintrag 5202. Die KI sagt, es gibt nur einen Weg, aber ich zweifle langsam an ihr. Sagt sie wirklich die Wahrheit? Eintrag 5203. Oh, hallo. Wir werden beobachtet. Ich werde beobachtet. Die KI ist nicht das, was sie vorgibt. Eintrag 5205. Ich bin jetzt sicher, dass die KI eben keine KI ist, sondern etwas anderes. Aus einer anderen Welt. Der Welt, in der auch die Leute aus dem Telefonbuch existieren. Ja, ist schon die ganze Zeit klar, worauf das hinausläuft, ne? Eintrag 5205. Was? Okay, da haben sie sich irgendwie vertan hier, ne? Ich habe eine kleine Thron vor allen Dingen. Ist da ein Haar, Deschain? Ist da ein Haar? Ich habe eine kleine Tronröhre geschaffen, die tief unten im Text-Adventure liegt und nicht mit uns vernetzt ist. Sie zielt immer weiter nach oben. Wir werden neu starten. Okay, ich glaube, das ist mit Absicht. Ich muss noch tiefer. Je tiefer ich bin, desto weniger können sie mich sehen. Sie achten nicht darauf, was unten passiert. Sie achten nur auf die Oberfläche. Narren. Franklin versucht weiterhin, die Fabrik auf Plüschtiere umzustellen. Das darf nicht passieren. Meine Welt könnte gefunden werden. Ich brauche mehr Energie. Rückweisende Radiowellen könnten das schaffen. Jetzt fängt es wieder bei 5201 an. Okay. Franklin ist aus dem Weg. Ich würde mich schlecht fühlen, wenn er mein richtiger Bruder gewesen wäre. Ach du Scheiße. Er hat ihn umgebracht? 5202? Franklin hat einen ausländischen Investor eingeladen, um die Fabrik für eine Investition anzusehen. Der KI sagt, wir müssen das aufhalten. Ich weiß nicht, ob ich der KI trauen kann. Vielleicht kann ich ja. 5203. Ich habe einen Plan, um mit dem ausländischen Investor fertig zu werden. Ich setze alles in Bewegung. Ich kann nicht sagen, ob dadurch alles auseinanderfällt oder endlich zusammenkommt. Eintrag 5201. Noch ein Neustart. Ich kann sie nun schon ohne die unvernetzte Röhre spüren. 5202. Die Pillowtron-Maschine ist fertig. Das Text-Adventure ist perfekt. Sie haben sie nicht bemerkt. Ich kann mich dort verstecken.
Aber bevor ich verschwinde, muss ich Dolores einige Hinweise geben. Wenn es irgendjemand herausfinden kann, dann sie. 5203. Das muss aufhören. Es gibt nur einen Weg. Es tut mir leid. Unwissenheit macht glücklich. Wäre ich nur unwissend geblieben. Wenn ich Franklin seine Plüschtiere machen lassen hätte, wären wir reich und unwissend, lebten in... Ich kann nicht drüber nachdenken. 5204. Das ist mein letzter Tagebucheintrag. Ich würde mehr sagen, aber Sie können das lesen. Ich habe die Hinweise in Thimbleweed Park versteckt. Ich muss sicher sein, dass Sie sie nicht finden. Sie müssen denken, es sei Ihre eigene Idee gewesen. Dolores wird alles verstehen. Bitte, Dolores, sei so schlau, wie ich dich kenne. Lebt wohl. Okay, krasse Storywendung. Das habe ich jetzt irgendwie nicht erwartet. Können wir den Hut nehmen? LeChucks Hut natürlich. Ja, okay, jetzt müssen wir natürlich erstmal die Bootdisk holen. Das ist natürlich jetzt scheiße gelaufen, weil ich eigentlich vorher dran gedacht habe. Hab ein bisschen trockenen Hals immer noch. Obwohl ich auch die ganze Zeit immer zwischendurch ein bisschen trinke. Naja gut, der Weg ist ja jetzt nicht hier so krass. Laufen wir eben schnell hinterher. Dim, dim, dim. Gebe. I'm tired of carrying this. Nutze. It's booting up. Dolores, I feared you would come. Uncle Chuck? Where are you? I have uploaded myself into the Pillow Factory's master computer. Pillowtron? You uploaded yourself to Pillowtron? Not just the Pillowtron, but the Pillowtron 3000, TM. And I am now more intelligent and powerful than anyone in the world. The things I know would blow your mind. This is your mind. This is your mind blown. And there is nothing you can do to stop me. The computerized world will bend to my every will. Uncle Chuck, you have lost your mind. No, Dolores, I have gained a mind. A more powerful mind. A mind linked to the fabric of creation. Join me, Dolores, before it's too late. I will not join you, Uncle Chuck. I will find you and stop this insane plan of yours. Let the games begin. Okay, geil. Ja, dass er sich hier eingeschlossen hat, so das hat man ja gerade aus dem Tagebuch schon gelesen, aber da wirkte er ja noch, ja, nicht so, als würde er jetzt die Weltherrschaft an sich reißen wollen. Durchsuche die Fabrik weiter. Okay, das haben wir jetzt hinzubekommen. Wir haben doch eigentlich, ja gut, wir haben noch nicht richtig rausbekommen, was mit der passiert ist. Wir haben jetzt gerade nur gelesen, dass er ihn wohl beseitigt hat, aber nicht wie, ne? Was genau passiert ist, wissen wir immer noch nicht. Ach so, genau. Ich hatte gerade die Idee, dass die Fingerabdrücke, weil sie sagt, das Glas ist nicht gesäubert, also es ist nicht gespült. Schaue. I don't think this glass has been washed. Sie war draußen, ne? Ach ja, genau. Wir müssen mit ihr ja noch die KI stehlen. Gehen wir mal eben hier raus. Weil sie hat ja das Set für die Fingerabdrücke. Schauen wir mal, ob ich recht habe. Oh, scheiße. Ach, wir waren direkt vorne draußen, ne? Dann können wir nämlich den Safe aufmachen und da bin ich auch mal mega gespannt, was da drin ist. Weil wir es schon relativ am Anfang ja entdeckt haben. Gebe. Like I don't have enough to carry already. Ach, hör auf rumzukacken. So, benutze. There's no more fingerprint powder left. Whatever. Whatever. Plenty of powder now. Sehr schön. Yeah!
There's definitely a clear fingerprint here. Thank you. So, schön. Mal sehen, ob wir das jetzt auch so benutzen können mit dem Klebeband oder ob wir das... Aber denke ich mal... Ach, jetzt habe ich den falschen genommen. Diggin! Diggin! Ich nehme jetzt keine Tür, ich weiß jetzt nicht mehr, wo die Abkürzung war. So. Benutze. Yeah! Okay, was ist da drin? Was ist da drin? Nicht schon wieder irgendein Buch, ne? There's something inside. Ja, ich hoffe mal, dass da was drin ist. It's a small black book. Echt ein Buch? Okay. Bisschen ernüchternd jetzt. Sonst nichts. Schaue safe. The safe is open, but totally empty. Chuck's passwords top secret. CompuServe, Prodigy, the source, office computer, Genie, Quantum Link, Habitat, BBS Games, BBS News. PS, denkt dir bessere Passwörter aus. Okay. Passwörter. Okay. Die Tür, ne? Von gerade. Ach, guck mal, da geht auch direkt hier rein. It's a special tool to remove vacuum tubes in the TX and AT class. Ja, ja. Verschlussmechanismus, mal schauen. It's a foolproof electronic locking mechanism. Nothing happens. Hä, was muss ich denn? Ich verstehe jetzt gerade nicht, was wir hier jetzt genau brauchen. Brauchen wir eine Karte oder was ist das hier? Was heißt denn Verschlussmechanismus? Haben wir denn irgendeine Karte? I don't want to do that. It would make it look red. Okay, wir versuchen nochmal den Computer zu benutzen. Ah, okay. Ich dachte, wir bräuchten den Computer jetzt einfach nur, um mit ihm einmal zu reden. Pilotronics Pro OS V2, Tube 3, Welcome to Pilotronics Master Computer Password. Was war denn das jetzt? Okay, da muss ich mir jetzt einmal nochmal gucken. Jetzt habe ich mir nicht gemerkt, welches das für ein Computer war. Comps 1, 2, 3. I need Uncle Chuck's computer to log in. Hä? I need Uncle Chuck's computer to log in. Das verstehe ich jetzt gerade nicht. Ach so, Office Computer. Ja, nicht CompuServe, sondern Office Computer. HU96. Das ist das hier. Letzter Login vor 8 Tagen von Terminal 1. Verzeichnis, Fabrikstatus, Tic-Tac-Toe. Adventure Schackboot, Lockout. Okay, dann fangen wir einfach mal oben an. Verzeichnis, okay. Fabrikstatus. Pilotron in Betrieb, Haupttor geöffnet, S01 Wachen Wartungsmodus, Fabrikmaschinen in Betrieb. Bürotür aufgesperrt, Roboterhalle tödlich, Laserhalle tödlich, Pilotron 3000, Temperatur kalt. Tic-Tac-Toe. müssen wir das machen? Oberste Reihe, linke Spalte. Natürlich.
Ja, so wird das natürlich nichts, ist ja klar. Unterste Reihe, rechte Spalte ist ja nur noch da. Wie war das denn nochmal? Warte mal, wir versuchen das mal eben. Wie war das denn nochmal, dass man auf jeden Fall gewinnt? Ich glaube, da muss man in der Mitte anfangen, ne? Dann macht er jetzt da ein. Da gab es so einen Trick, dass man, wenn man bestimmt die ersten zwei Züge. Hier geht nicht mehr. Ich könnte jetzt noch so, so. So. Ja, jetzt habe ich gewonnen, okay. Hä? Ach, scheiße. Ich bin so schlau. Ich sage, jetzt habe ich gewonnen und habe gar nicht darauf geachtet, wo er seine Züge gemacht hat, weil ich mich so darauf konzentriert habe, dass ich unbedingt eine Reihe machen will, dass ich gar nicht gesehen habe, dass hier noch einer frei war. Ich bin so bescheuert. Okay, was ist das hier? Willkommen bei Colossal... Das ist doch das Ding, was wir... Willkommen bei Colossal Dungeon Cave Quest 2. Geschrieben und programmiert von Ron Gilbert. Copyright 81, Mods von Chuck Edmund. Du erwachst in einem dunklen, klammen Raum. Der Fußboden ist harter Stein. Schwaches Licht kommt von Westen. Der Fußboden ist harter Stein. Schwaches Licht kommt von Westen. Gehe nach Westen. Du stehst in einem langen Steinkorridor nach Ost und West. Es riecht nach Tod. Westen? Du stehst in einem großen Raum. Huch, Entschuldigung. Du stehst in einem großen Raum. Ein Lichtstrahl kommt aus der Decke. Im Norden hörst du einen Fluss. Du stehst in einem langen Steinkorridor nach Osten. Es riecht nach Tod. Jetzt bin ich wieder zurückgegangen, glaube ich, ne? Der Fußboden ist harter Stein. Ja, ja. Bin aus Versehen zurückgegangen. Lichtstrahl, bla bla bla. Im Norden hörst du einen Fluss, dann gehen wir nach Norden. Der Pfad endet in einer Sackgasse. Es gibt keinen Ausgang außer nach Süden. An den Mauern sind seltsame Höhlenmalereien. Untersuche Malereien. Hier sind seltsame Zeichnungen, die Menschen zeigen, die in Panik vor Roboter fliehen. Andere Menschen steuern die Roboter mit Joysticks und lachen dabei. Ist das bescheuert? Okay, gehen wir nach Süden. Du stehst in einem großen Raum, ein Lichtstrahl, bla bla bla, im Norden hörst du einen Fluss. Okay, da war ja Sackgasse. Geh jetzt zum Licht. Die Öffnung ist zu hoch. Ja, dann gehen wir wieder nach Osten. Und dann gehen wir wieder nach Osten. Gehe nach Norden. Gibt keinen Ausgang nach Norden. Osten. Du gehst in eine dunkle Kammer. Du siehst ein Licht so, als ob Speere in deiner Laterne glitzern. Aber es ist zu spät. Du wirst aufgespießt, bevor du reagierst. Du liegst Stunden in der dunklen Kammer, das Blut tropft aus deinen Venen. Dein Bewusstsein schwindet langsam, du suchst nach dem Grund deiner Anwesenheit. Was hat dich in die dunkle Todeskammer geführt? Hattest du eine Wahl oder wurde für dich gewählt? Als dir alles klar wird, gewinnt der Tod, bleibt nichts, nichts. Was für ein bescheuertes Ende. Dieses Ende gibt mir zu denken. Sonst können wir hier nichts machen. So, wer hat denn das Buch? Ach, da. Das mehrfach prämierte innovative Text-Adventure. Text-Adventure, Legende Rund Gilbert, bla bla bla. Wenn Sie die Kolossal-Dungeon-Höhle betreten, resultiert der Weg nach Osten in sofortigen Tod.
Gehen Sie nach Westen und schauen Sie sich um. Es gibt nicht viel zu sehen, aber Sie könnten was Wichtiges finden. Die Designer haben hier angeblich was versteckt. Vielleicht nur ein roter Hering. Gehen Sie weiter nach Westen und Sie finden sich in einem Raum mit einem Lichtstrahl wieder. Viele haben sich gefragt, was dieses Licht wohl mit der Story des Spiels zu tun haben könnte. Warnung, falls Sie in der Kammer mit den Robotern stehen, kann das geheime Debug-Kommando Viscom das Spiel und damit den ganzen Computer zum Absturz und Reboot bringen. Gut, das machen wir mal. Kann sein, das muss ja irgendeinen Grund haben. Okay, also wir gehen nach Westen, dann nochmal nach Westen und dann kommen wir ja in die Kammer. Wir versuchen mal den Hering zu finden. Und dann versuchen wir mal Viscom Doppel-M einzugeben. So. Westen. Sieh dich um. Sieh dich um. Okay. Westen. Sieh dich um. Aber ich kann hier nicht so eingeben. Okay. Ich sehe gerade, ich bin gerade so in Gedanken, dass ich völlig vergessen habe, wie lange die Folge jetzt gerade schon läuft. Ich speichere hier eben ab und dann probiere ich das mal eben in Ruhe nochmal aus. Ihr müsst ja jetzt nicht die ganze Zeit dabei zugucken. Jetzt gerade nicht verstehe, wo man da jetzt was eingeben kann. Okay, ich gucke mir das mal an und wir sehen uns in der nächsten Folge. Tschüss!